FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Heute, liebe Bayern-Fans, ist Jubiläum, wie es eine kreative Zeitung geschrieben hat. Jupp Heynckes feiert heute beim Spiel gegen Werder Bremen sein 1000. Bundesligaspiel, zuerst als Spieler, dann als Trainer. Wenn man es genau nimmt, sind es aber weit, weit mehr, denn Jupp Heynckes hat 6 Jahre lang in Spanien und Portugal gearbeitet. Insgesamt sind hier 1300 inklusive Champions League-Spiele und Pokalspiele, wahrscheinlich sogar 1500 Spiele auf seinem Konto. Gegner an diesem Jubiläum ist Werder Bremen und das ist unsere Mannschaft. Im Tor Manuel Neuer, davor Philipp Lahm, Boateng, Dante und Contento. Im defensiven Mittelfeld Martinez, Luis Gustavo, im Angriff Robben, Shaqiri, Ribéry und Gomez. Als Einwechselspieler auf der Bank sitzen Tom Starke, Mario Mandzukic, Claudio Pizarro, Thomas Müller, David Alaba, Toni Kroos und Anatoli Timoschuk. Sie sehen also, Jupp Heynckes lässt heute kräftig rotieren. Verständlich, am Dienstag hat die Mannschaft noch in London gespielt, am nächsten Mittwoch steht das große Pokalspiel gegen Borussia Dortmund an. 6 neue Spieler sind in die Mannschaft gekommen. Bastian Schweinsteiger darf heute Nachmittag etwas sich ausruhen, Van Beuten und Rafinha ihre leichte Erkältung auskurieren. Dennoch, wer von einer B-Elf des FC Bayern spricht, der ist völlig daneben. In der Anfangsmannschaft stehen 9 aktuelle Nationalspieler. Ich glaube, diese Mannschaft wird es packen. Heute Werder Bremen.